ziemlich vernachlässigt wird, von manchen sogar verpönt. Krafttraining, Bewegung, Kampfkunstsport, am Anfang in Mehl reinschlagen, dann steigern die das, schlagen dann irgendwann in Erbsen rein und dann irgendwann in Mais und so härten die einfach ihre Fäuste ab. Und man baut Muskeln auf durch das Essen oder man baut starke Knochen auf durch das Essen zum Beispiel. Nein, auf Telegram oder in anderen sozialen Netzwerken sehe ich immer ab und zu mal solche Posts, die aufzeigen, wie man zum Beispiel mit Hilfe seiner Ernährung die Knochengesundheit verbessern kann. Es ist manchmal auch sehr interessant, dass auch sehr viele Nahrungsergänzungsmittel da angeboten werden. Manche wissen ja, wie ich dazu stehe. Allerdings ist es ziemlich einseitig, denn Ernährung ist nur ein Faktor. Ein wesentlich anderer Faktor ist zum Beispiel der Sport bzw. die Bewegung. Und da möchte ich in dem Video ein bisschen näher drauf eingehen. Ja, es stimmt, mit dem Essverhalten kann man etwas für seine Knochengesundheit tun bzw. starke Knochen auch bekommen. Es hängt einfach viel damit zusammen, dass man den Körper basisch bekommt, denn viele Säuren tun dann auch die entsprechenden Bausteine, Mineralien aus dem Knochen entfernen und damit wird dann die Entgiftung eingeleitet. Ich mache ja zum Beispiel die schleimfreie Heilkost und das ist ja eine Art Reinigungsweg, das ist eine ständige Entgiftung und wenn man halt basisch wird, dann werden die Knochen einfach stärker, weil dann die Säuren nicht die Knochen angreifen. Also der Körper auch Zeit, zum Beispiel auch für eine größere Regeneration beim Sport, da komme ich dann später nochmal drauf. Aber so kann man dann hier, wenn man eine entsprechend gute Reinigung hat, starke Knochen aufbauen. Also da einfach die schleimfreie Heilkost Richtung pflanzliche Rohkost halt einfach anwenden und sich da auch dementsprechend Zeit nehmen. Da habe ich auch schon einige Videos gemacht, um einfach seinen Säurebasenhaushalt dann wieder positiv hinzubekommen. Wie ich finde, bietet das Essverhalten nur eine solide Grundlage und ist eigentlich nicht so wesentlich dafür verantwortlich, dass wir zum Beispiel gesunde und starke Zähne mit dem Kiefer haben oder auch, sagen wir mal, harte Knochen. Und das ist, finde ich halt sehr schade, dass dann viele Leute in sehr vielen Bereichen, auch in der Rohkost, immer meinen, man baut Muskeln auf durch das Essen oder man baut starke Knochen auf durch das Essen zum Beispiel. Nein, man bietet einfach, wie gesagt, eine solide Grundlage, worauf man dann arbeiten kann. Man muss dann nochmal zusätzlich aktiv werden und zum Beispiel Muskeln aufzubauen, musst du halt einfach richtig trainieren. Die Ernährung bzw. das Essverhalten hilft dir zum Beispiel bei einer schnelleren Regeneration und schnellerem Aufbau mit dazu, weil dann die Hormone zum Beispiel auch mit ausgeglichener sind. Das heißt, du kannst dann zum Beispiel schneller aufbauen und erholst dich auch viel schneller. Und das Gleiche gilt jetzt auch zum Beispiel für die Knochen. Da ist es halt am wichtigsten, zum Beispiel bei den Zähnen, dass man auch mal etwas härtere Sachen kaut, die zum Beispiel da, wo man halt länger kauen muss, wie zum Beispiel eine Möhre oder so ab und zu mal, einfach halt dann auch als Baby, weil es halt auch so, dass du zum Beispiel als Baby sehr sofort Brei bekommst und dann dein Kiefer sich nicht richtig ausbilden kann oder auch die Zähne nicht so stark werden und es hat einen wesentlichen Einfluss auf die Entwicklung von den Babys zum Beispiel und dann auch später im Erwachsenenalter. Also sollte man halt auch schon mal anfangen, auch etwas härtere Sachen, zum Beispiel Gurke, Zucchini, die halt etwas knackig sind, dann später vielleicht ab und zu mal eine Möhre, Brokkoli oder sowas, dass man dann, oder ein Apfel, dass man halt einfach solche Sachen hat, wo man kauen muss, dass die Zähne und der Blutkreislauf dort auch einen Impuls bekommt. Und das ist halt wichtig, die Impulse auch den Körper auch mitzugeben, genauso wie beim Krafttraining, das sind ja auch nur Impulsgaben, damit der Muskel zum Beispiel wächst. Das ist genau das Gleiche wie jetzt auch mit dem Knochen. Da hilft zum Beispiel auch Krafttraining, weil man halt dann diese Ziehbewegungen hat oder diese Belastungen, die auch mit auf den Körper und auf das Skelett kommen, dass halt dadurch dann der Körper einen Impuls gibt und die Knochen dann nochmal robuster und stärker macht. Also zum Beispiel mache ich ja Kampfkunst und in einer asiatischen Kampfkunst, nämlich dem Thai-Boxen, da kicken die sich gegen das Schienbein regelmäßig als Abhärtungstraining, um halt um das Schienbein einfach wesentlich härter auch zu machen, auch wenn sie da blaue Flecken und alles Mögliche bekommen. Oder wenn man sich mal das Training von Shaolin-Mönchen mal anschaut, dass die zum Beispiel am Anfang in Mehl reinschlagen, dann steigern die das, schlagen dann irgendwann in Erbsen rein und dann irgendwann in Mais und so härten die einfach ihre Fäuste ab. Und ich gewöhne es mir jetzt auch schon langsam an, ich schlage zum Beispiel gegen Stein, gegen eine Wand oder gegen Holz, dass ich einfach zum Beispiel meine Fäuste ein bisschen besser abhärt und es funktioniert auch richtig gut. Jetzt zum Abschluss des Videos eine kleine Empfehlung bzw. ein Appell von mir. Also natürlich die Grundlage erstmal schaffen, den Körper
entgiften, entsäuern, schleimfreie Heilkosten machen. Wer Interesse hat, ich biete auch Kurse und Coachings an, findet ihr unten in der Videobeschreibung und im ersten Kommentar. Und natürlich auch das, was in unserer Gesellschaft, wie ich finde, ziemlich vernachlässigt wird, von manchen sogar verpönt. Krafttraining, Bewegung, Kampfkunst, Sport, sowohl Männer als auch Weiber. Dass das einfach mit integriert wird und wir nicht so eine faule Wohlstandsgesellschaft wird. Und da wundert es mich eigentlich ehrlich gesagt nicht, dass wir auch zum Teil solche großen Probleme mit den Knochen, mit den Zähnen auch haben. Wenn man sich mal den Großteil der Gesellschaft anschaut, wie die da überhaupt leben, was die Leute da zu sich nehmen und so weiter und so fort. Also von dem her, geht raus, macht regelmäßig Sport, alles mögliche, Krafttraining, härtet euch ab. Auch die Knochen, macht zum Beispiel Fallübungen, damit ihr halt richtig fallen lernt. Das hilft auch. Krafttraining, Kampfkunst, also das Ganze drumherum. Und so kann man dann auch einen ziemlich guten Körper aufbauen, der jetzt nicht ganz so zerbrechlich ist. In diesem Sinne, wenn euch das Video gefallen hat, würde ich mich gerne über einen Daumen nach oben freuen. Gerne auch was unten in die Kommentare schreiben. Einerseits für den Algorithmus und des Weiteren auch für mich, weil ich natürlich auch mit euch in eine Konversation kommen möchte. Wenn ihr dazu irgendwelche Fragen habt, wenn ihr irgendwelche Erfahrungen in diesem Bereich habt, gerne unten reinschreiben. Gerne auch den Kanal kostenlos abonnieren. Wenn ihr dabei noch auf die Glocke drückt, werdet ihr immer wieder benachrichtigt, wenn ich ein neues Video hochlade. Ist kostenlos. Könnt auch jederzeit kündigen. Und natürlich auch, weil ich da dementsprechend eure Hilfe brauche, weil ich halt Themen anspreche, die im YouTube-Algorithmus nicht so gut gefallen. Dieses Video teilen, verbreiten, Freunde, Bekannten, Familie, die auch davon profitieren können. In diesem Sinne, vielen Dank, dass ihr eingeschaltet habt und wir sehen uns in der nächsten Episode hier im Peace-Projekt. Bis dahin, ciao.